Hallöchen und ein wunderschönes neues Jahr wünsche ich euch. einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ich dachte mir, ich halte mal mein Handy auf mich und quatsch euch einfach irgendwas random ans Ohr und begrüße euch im neuen Jahr auf diesem Kanal hier. Denn das habe ich bisher ja nur auf meinem Hauptkanal getan. Und was ich direkt am Anfang dazu sagen muss, ich hatte im letzten Video erwähnt, dass ich einen Jahresrückblick hier irgendwie machen werde. Tue ich aber nicht, weil, ganz ehrlich, die Sachen, die ich euch erzählen könnte, die so bei uns privat abgegangen sind oder die wir, was ich so gemacht habe über das ganze Jahr, das, was ich euch da erzählen würde, das habe ich euch sowieso schon alles in irgendwelchen Vlogs erzählt. Deswegen, warum soll ich das nochmal tun? Ne? Also wenn ihr Bock auf einen Jahresrückblick habt, dann guckt einfach meine ganzen Vlogs mal durch von diesem Jahr oder vom letzten Jahr. Dann habt ihr auch einen kleinen Rückblick. Ja, ich drehe wie beim letzten Mal die Kamera. Wir sind nämlich heute woanders unterwegs. Und verschwinde hinter der Kamera und guckt euch das mal an. Ja. Der Jacques ist wieder mit am Start. Hallo Jacques. Ne? Mega. Hier fällt gerade voll gut das Licht in den Wald. Ja, gefällt mir. Finde ich gut. Bei uns hat es aber unfassbar viel. Oh, ey, da nicht in die Leine rennen, Jacques. Moment, ich mach's noch anders. Wir machen so. Zack, dann sehen wir noch mehr. Krass. Ja, ich muss heute Abend wieder arbeiten, leider. Mein Urlaub ist tatsächlich vorbei. Aber nichtsdestotrotz war der Start ins Jahr bei uns sehr durchwachsen auch, muss ich sagen. Guckt mal hier, guckt euch das mal an. Juhu, voll gut. Endlich wieder ein bisschen Sonne. Denn das Wetter die letzten Wochen war ja ziemlich bescheiden. Jack, raus da. Komm, nix da. Nicht ins Gemüse abdriften. Ja, das Wetter war scheiße. Und dementsprechend war unser Jahresstart mit Krankheit gesegnet, hätte ich fast gesagt. Ihr wisst, was ich meine. Wir hatten das Jahr mit Krankheit zu kämpfen, ne? Mit dem Jahreswechsel. Ne? Meine Tochter war kurz vor Weihnachten irgendwie krank. Stimmt gar nicht. Sie war Anfang Dezember war sie krank. Deswegen war sie auch zwei Wochen, glaube ich, insgesamt nicht in der Schule. Das war schon heftig mit Dauerfieber und sowas alles. Und meine Frau war jetzt dann nach Weihnachten krank. Ich war vor Weihnachten irgendwie noch krank. Das war auf jeden Fall eine Katastrophe. Ich meine, gut, bei wem war es nicht so, ne? Es waren ja alle Leute irgendwie krank. Und ich habe auch über die Feiertage gemerkt, wenn wir irgendwo waren, da waren wir über die Feiertage Gott sei Dank einigermaßen fit alle. Und da habe ich gemerkt, ich bin langsam in einem Alter, das finde ich ziemlich erschreckend, wo man über Krankheiten die ganze Zeit redet. Das finde ich ganz furchtbar. Denn ja, normalerweise, ich hasse das, wenn man irgendwo sitzt und alle Leute fangen an, ihre Krankheitsgeschichte zu erzählen und so. Das kennt man sonst immer nur von alten Leuten. Ja, aber tatsächlich war das halt, ich meine, das war jetzt nicht, weil irgendwie, weiß ich nicht, schlimm krank sind alle oder so, sondern das war halt jetzt wegen unserer Erkältung und Grippegeschichte und so. Ne? Aber hat man direkt gemerkt, man hat sich hingesetzt und man fing sofort an, über Kranksein zu reden. Das hat mich im Nachhinein richtig genervt. Naja. Ansonsten, wie wird es dieses Jahr 2024 hier auf diesem Kanal weitergehen? Ganz ehrlich, wahrscheinlich genauso wie letztes Jahr. Ich werde hier etwas bringen, wenn ich Bock habe, was zu bringen und wenn ich Zeit dafür habe. Denn mein anderer Kanal, der Hauptkanal, der Finchis Weltkanal, ne, wo es um Gaming geht hauptsächlich, der wird weiterhin ja meine Priorität Nummer 1 sein. Das ist manchmal doof, weil ich gerne hier mehr bringen würde. Aber es geht halt nicht. Ne? Ich kann auch nicht dann gleichzeitig auch noch streamen. Das ist nämlich auch so ein Thema. Streamen würde ich tatsächlich auch gerne hin und wieder mal. Das aber auch, das fällt immer hinten ab, ne? weil ich quasi keine Zeit mehr dafür habe. Das ist ganz einfach. Da brauche ich gar nicht groß irgendwelche Erklärungen suchen oder so. Ich habe halt einfach keine Zeit. Und dann, wie gesagt, ist die Prioritätenliste weiterhin der Finchis Weltkanal. Dann dieser hier. Und dann Streaming, beziehungsweise kommt dann immer auf die Zeit auch drauf an. Ne? Wenn ich jetzt gerade irgendwie meinen Abend frei habe, dann klar kann ich mal einen Stream anschmeißen. Ne? Wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr mir auf Twitch da gerne mal folgen. Finchis Welt auf Twitch ganz normal. Das wird bestimmt mal irgendwann wieder was passieren. Aber so wie ich mir das letztes Jahr gedacht hatte mit Regelmäßigkeit und so, das funktioniert halt einfach nicht. Ne? Ich hatte letztes Jahr zum Beispiel das ein oder andere Mal donnerstags vormittags gestreamt. Weil ich halt donnerstags immer, wie heute jetzt auch, meinen Schichtwechsel habe und dementsprechend morgens Zeit hätte. Aber das als Regelmäßigkeit zu machen, geht halt nicht. Ne? Das funktioniert auch nicht, weil ich donnerstags meistens dann immer irgendwas zu tun habe. Dass ich irgendwie einkaufen muss oder
irgendwo anders hin was erledigen oder so. Oder muss halt im Haushalt irgendwas machen oder so. Deswegen wird das nicht immer funktionieren. Aber hin und wieder könnte es sein, dass ich halt auch mal donnerstags vormittags den Stream anschmeiße. Aber auch nur total unregelmäßig. Ne? Ja, ansonsten, da unten seht ihr es vielleicht ganz in der Ferne am Parkplatz. Unser neues Auto. Auch vollkommen verrückt. Wir haben letztes Jahr 2 neue Autos gekauft. Haben wir auch noch nie gemacht vorher, sonst war das immer sehr versetzt. Aber das hat dieses Jahr, also letztes Jahr, alles recht gut gepasst irgendwie. Ja, und warum nicht? Jetzt haben wir 2 frische neue Autos, die beide ja so gut wie neu sind. Der eine war sogar neu. Naja, whatever. Fällt mir nur gerade so auf, weil der da unten steht. Der weiße, wenn ihr das von weitem erkennen könnt. Ja, ansonsten kann ich euch gar nicht mehr so ultra viel erzählen. Das ist es halt auch immer. Ich plane sowieso immer hier irgendwelche Videos auf dem Zweitkanal. Und dann am Ende schaffe ich sie trotzdem nicht. Ne? Deswegen, ich hatte schon ultra lange, erzähle ich euch, dass ich auch mal über meine Tattoo-Reise irgendwie ein Video machen möchte. Was auch mit Sicherheit irgendwann kommt. Aber dann denke ich mir immer so, ja, hey, das Tattoo ist noch nicht fertig. Das ist auch noch nicht so ganz fertig. Da musst du noch ein bisschen was machen. Und eigentlich willst du auch dies noch machen. Das kannst du auch direkt mit reinnehmen. Deswegen verschiebt sich das immer wieder. Ja, deswegen, da habe ich aber schon irgendwie Bock drauf. Ich glaube, das werde ich wirklich das bald mal irgendwie machen. Zum 100. Mal sage ich das. Ja, keine Ahnung, wir werden es sehen. Ne? Ich wollte euch, wie gesagt, nur mal im neuen Jahr hier auf diesem Kanal begrüßen, dass hier nochmal irgendwas kommt und habe da wieder so ein bisschen vlogmäßig was. Es ist manchmal schwierig, so Vlog-Themen zu finden. Ne? Ich meine, ich weiß, dass ihr das ja auch cool findet, wenn ich einfach durch den Wald ratsche und jetzt die Kamera anschmeiße und euch irgendeinen Unsinn erzähle. Ja, von daher, here we go, habt ihr wieder was. Ne? Ansonsten würde ich sagen, ich bin jetzt am Auto. Ich drehe die Kamera nochmal gerade. So, ne? Ich bin jetzt am Auto und werde jetzt wieder nach Hause fahren. Dann werde ich noch ein Video für den Hauptkanal aufnehmen. Definitiv heute, weil ich noch Zeit habe, auch wenn ich heute Abend wieder in die Nachtschicht muss. Aber, ja, so ist es. Ne? Das heißt, wir sehen uns auf dem Hauptkanal, auf diesem hier oder vielleicht bei Twitch, wenn ihr Bock habt. Bis denn, oh, der Hund zieht sich weg. Tschüss.